Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und hoffentlich heute mal wieder mit Facecam, wenn sie denn diesmal funktioniert. Aufnahme stoppen. Ich hoffe mal, das klappt alles soweit. Wir werden sehen, wenn wir fertig sind. Ja, heute wird eh nur eine ganz, ganz kurze Aufnahme. Ein oder zwei Folgen mehr werde ich nicht machen, weil, ja, ich habe Frühschicht. Und mittlerweile die dritte Woche Frühschicht, das erschlägt einen. Ich brauche heute einen Tag zum Ausruhen, damit ich aber halt nicht, heute ist Donnerstag, damit ich am Samstag nicht so viel Stress habe, mache ich das dann lieber heute. Und morgen macht der Dü höchstwahrscheinlich seine Geburtstagsfeier, morgen oder am Samstag. Wenn es am Samstag wäre, wäre es kein Problem, morgen aufzunehmen, aber ja, er hat sich noch nicht gemeldet, insofern kann ich es nicht sagen. So, ich springe mal hier zum Mitgliedsskandal, weil wir werden heute uns mal wieder um die Bäumchen kümmern. Im Übrigen, ihr kennt ja meine gerade Internetverbindungsprobleme. Die Telekom, ja, hat sich noch nicht so richtig gemeldet. Ich hatte mal angerufen, die hatten gesagt, ja, der Auftrag ist da, aber da war irgendwo ein Fehler drin. Den haben sie quasi durch Rückdatieren oder Vordatieren, besser gesagt, auf den 27. Geändert. Und ja, mit dem Stream wird es halt so werden, dass ich, solange ich diese scheiß Internetverbindung habe momentan, kann ich die Leitung noch nicht mit einem Stream belasten. Entsprechend werden wir den nächsten Stream wahrscheinlich erst haben oder machen, nachdem ich eine neue Internetverbindung habe. Das kann, ja, wie gesagt, mit Möglichkeit, mit hoffentlich am 27. schon der Fall sein. Aber, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen die auch hier noch irgendwo was nachrüsten. Deswegen wurde das quasi mit dem Fehler markiert oder was weiß ich denn. In dem Fall müsste man halt eben so lange warten. Es zählt nichts. Aber wie gesagt, momentan ist es halt von der Verbindung her untragbar. Da brauche ich auch noch was. Aber das ist mir egal. Aber was willst du machen? So, ich guck mal hier kurz rein. Weil ich habe ja hier T5, will ich nicht. T5, T4, T4, T4. Hier unten T3, Mage-Stift, T3, die haben wir drauf. Ausweichen, T3 haben wir ebenfalls drauf. Treff T3 könnte ich verkaufen. Ich komme ja weg, damit sind sie wenigstens. Mentale Verstärkung T4 kann ich auch draufhauen. Obwohl ich, habe ich noch, ne, Vita T3, hauen wir die mit. Und Zaubermacht T3 lasse ich mal. Das muss ja nicht sein. So, ich hänge hier immer fest, ja. Nichts kann er. So, also wie gesagt, ich nehme am Donnerstag auf für den Samstag, damit ich ein bisschen, damit ich nicht so viel Stress habe und wieder früh in der Frühjahr aufstehen muss, um die Folge voll halbwegs vernünftig rauszubringen. Habe ich absolut keinen Bock drauf, deswegen mache ich das doch lieber heute, eine einzige, auch wenn ich, ja, doch ein bisschen weiten Weg habe. Huch. Ja, gut, wir sind richtig. Auch wenn der Weg doch ein bisschen weiter ist als üblicherweise, aber naja, was willst du machen? Es gibt Schlimmeres im Leben. So. Weil die anderen haben ja ihren Portich schon umgestellt. Ich habe den lieben Skandal noch immer da stehen, wo er jetzt steht. Muss ich bei Gelegenheit wahrscheinlich auch mal machen, dass ich den irgendwo anders vor dir hinpflanze. Aber momentan steht er da noch ganz gut. Momentan kann ich ihn da schon noch lassen. Schon okay. Plupp. Die Porti von Julian, der hat auch übrigens Internetprobleme. Ich bin nicht der Einzige. Sind deswegen offline, weil eben, ja, Julian derzeit auch Problemchen hat. Elika, ja, vergesse ich immer anzuschreiben, damit sie ihren Porti aufstellt, weil, wie gesagt, auch heute, das ist ja mehr oder weniger eine Spontanaufnahme, weil eigentlich war es geplant für morgen, da hätte ich dann was gesagt, aber da ist vorgestern was mit der Minecraft-Aufnahme oder Minecraft Resurrection schief gegangen, beziehungsweise nicht mit der Aufnahme, sondern mit dem Server selber. Vorgestern, vorvorgestern und vorvorvorgestern. Also sprich, seit Dienstag habe ich da aufgenommen. Im Prinzip dreimal dasselbe. Beziehungsweise gestern habe ich nur eine Folge aufgenommen und habe, ja, wie gesagt, ich habe einen Baumfarm gebaut, war vorher Farm und ja, der Schuster hat dann irgendwann ein Server-Backup gemacht. Dummerweise ging da irgendwas schief und das Server-Backup war vor einem Tag vorher und der hat das aber auch aufgespielt, der blöde Server. Und ja, wie gesagt, ja, war halt das, was ich am Tag davor gebaut habe, ungefähr 3 Stunden, war ein Futsch. Ja, also dachte ich, ja gut, passiert, kein Problem, machen wir das Ganze nochmal. Habe also nochmal neu aufgebaut, neu angefangen zu, was, achso, der steht noch, neu angefangen alles zu machen, habe die Dingens neu aufgebaut, habe die Baumfarm neu gebaut, war sogar ein bisschen schneller fertig, habe aber alles in allem trotzdem 3 Stunden aufgenommen, weil ich noch ein bisschen was anderes dann dazu gemacht habe und ja.
Schuster hatte ein Problem, wir hatten die ja alles in den Verfolgen sehen. Schuster hatte ein Problem mit Mistcraft, kam nicht mehr aus der Welt. Wir mussten auch da wieder, ja, kein Server-Backup, sondern ja, wir haben einfach seine Daten quasi vom Server gelöscht. Ich habe mittlerweile da OP-Rechte dann bekommen, um das vielleicht ein bisschen besser hinzubekommen. Aber ja, vielleicht halt nur, ne? Und ja, jedenfalls haben wir seine Daten gelöscht. Dummerweise hat sich der Server dadurch aber trotzdem nochmal resettet. Und zwar nicht auf den Tag vorher, sondern auf, ja, ungefähr ein, zwei Stunden, wo die letzte Sicherung war, wo der direkt nochmal runtergefahren wurde. Auf die Zeit. Ja, das Problem dabei, das waren die zwei Stunden, wo ich die Baumfarm gebaut habe. Das heißt, die Farming-Folge war glücklicherweise aus irgendeinem komischen, merkwürdigen Grund vollständig vorhanden. Wahrscheinlich habe ich die genau zur richtigen Zeit erwischt, wo der sowieso sich selber gesichert hat, der Server. Aber, naja, kann man ja nicht immer haben. Und, ja, wie gesagt, die Selbstsicherung, die habe ich dann mitgenommen. Das hat dann auch alles funktioniert. Und, ja, wie gesagt, die Baumfarm war schon wieder weg. Farm, alles Gefarmte war da, aber die Baumform war wieder weg. Ich habe, nachdem ich zweimal gegen die Wand geschlagen habe, mit dem Kopf, habe ich dann beschlossen, okay, ich setze die Baumform wieder hin, aber im Creative und Offscreen stellt quasi alles wieder her, was ungefähr da war. Und das, ja, ging ja natürlich deutlich schneller, weil ich das Zeug nicht nochmal craften wollte und nicht nochmal aufnehmen wollte. Habe einfach die alten Folgen genommen, die jetzt zu sehen sind, und dann, wie gesagt, in der Folge drauf wird dann angekündigt, ja, hier, alles im Creative. Ich schmeiße ein paar Ressourcen weg, weil ich da ja logischerweise beim Creative hinbauen keine gebraucht habe. Alles in der Folge zu sehen, um das ein bisschen auszugleichen. Ist übrigens auch natürlich alles mit den anderen Teilnehmern abgesprochen. Das könnte ich dort nicht machen. Weil wenn die Nein gesagt hätten, hätte ich natürlich auch, hätte ich die Arschkarte gehabt. Hätte halt neu aufnehmen müssen. Heute habe ich mal ganz kurz offscreen reingeguckt. Die Baumfarm ist noch da, juhu! Das heißt, jetzt sollte sie fest sein. Jetzt sollte sie fix sein. Endlich. Ich freue mich. Ja, Minecraft Resurrection ist schon ein interessantes Projekt. Dadurch, dass das Modpack auch noch, sagen wir mal, nicht vollständig fertig ist. Wurde auch immer, wer es schon mal runtergeladen hat, eine Fehlermeldung dazu angezeigt. Wird das sehen. Dass da steht, ja, ist noch nicht fertig, könnte sich was ändern oder wird sich was ändern oder hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und naja, entsprechend gibt es da manchmal ein paar kleine Problemchen, aber ansonsten kommen wir ganz gut zurecht. Und dieser Mod, der da drin ist, GregTech, eine scheiß Herausforderung, aber okay. Nehmen wir mit, jetzt ist er ja da. Jetzt kriegen wir es hin. Übrigens, dass ich jetzt momentan wahrscheinlich ein bisschen dunkel erscheine, liegt daran, dass ich zum einen meine Jalousien fürs Fenster nicht runtergemacht habe, weil draußen ist hell, und zum anderen die Lampe, die ich da habe, immer hier vor meinem Rechner, die ist quasi jetzt im Prinzip auch meine Nachttischlampe, die muss ich immer ein bisschen umstellen, weil ich mir da noch nichts anderes geholt habe. Es ist immer noch ein dauerhaftes Provisorium, kann man sagen. Und ein klares Juwel ist auch gedroppt. Ich nehme es mal mit. Wie viel brauche ich von den Dingern? Kann ich eh nicht mitnehmen, weil Beiwegen ist so. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwo... Da, siehst du, den Nox weg. Plupp. Haben wir ein klares Juwel. Brauchen wir genau eins. Naja, ich hab's ja im Inventar. Im Notfall kann ich es immer noch wegschmeißen. Ich kann aber auch mal hier einfach mal die Sortierfunktion anmachen. Oder das leckt ein bisschen. Sollte ich lieber stehen bleiben. Weil dann steckt sich vielleicht noch die Rolle da oben drauf oder was weiß ich denn. Plumm. 70%. Yay. Von der Quest meine ich. Nicht vom Level. Oh, das ist ja schön. Naja, glücklicherweise, wie gesagt, ein paar Prozente mehr kriegen wir jetzt bei den WDHs durch die Schmuckschatullen. Das ist ja schon mal deutlich was wert. Bom. Ich muss sagen, die Bäumchen, ich hasse die immer noch. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Aber was willst du machen? Es gibt zwar einige, die gesagt haben, ach komm, mach dein Zeugs einfach durch. Mit 90 oder so wirst du das eh nicht mehr so notwendig haben. Oder ja, ändert sich eh nicht mehr viel. Und sowas in der Art. Aber ja, ich gehe meinen gewohnten alten Weg, den ich schon immer gegangen bin. Klar, sind ein paar neue Quests dazugekommen. Sonst hätte ich nicht so viele fertig machen können. Auf jeden Fall nicht. Und ja, schadet auch nicht, wenn neue dazukommen. Weil ein bisschen Abwechslung muss sein. Und deswegen zur Abwechslung mal wieder eine Bäumchenfolge, weil wegen, die haben wir lange nicht gehabt. Und ja, wie gesagt, die Geschichte mit dem Server habe ich ja erwähnt, mit dem Livestreams habe ich ja erwähnt. Normalerweise wären die ja auch schon Abwechslung, aber es tut mir leid, Leute.
Ich kann es nicht ändern. Die Internetverbindung heute, jetzt momentan geht's. Es ist, wie gesagt, nicht die alleinige Schuld meiner Schwester, muss man dazu sagen, weil irgendwie spackt die allgemein schon ein bisschen rum manchmal, auch zu bestimmten Zeiten. Ja, müssen wir mal sehen. Vielleicht ist da wirklich irgendwo was noch, sagen wir mal, dass die Verbindung oder der Knotenpunkt, über den ich da online gehe, hier in der Gegend, dass der eben komplett ausgelastet ist und dass da eventuell wirklich was nachgerüstet werden muss. Und jetzt, da dich noch ein weiterer Teilnehmer, nämlich ich, quasi fürs Internet angemeldet haben, haben sie vielleicht gesagt, okay, müssen wir wohl was Stärkeres reinbauen. Und na gut, zusätzlich gäbe es ja noch dann den LTE-Anschluss, den ich dazu habe, der, sagen wir mal, das Ganze noch beschleunigen könnte. Wie weit beschleunigen, kann ich natürlich nicht sagen. Ich, mit ein bisschen Glück und ein bisschen Hoffnung kann ich sogar die Stream-Stärke hochdrehen, also die Bitrate von vom Stream, sodass wirklich die Qualität im Stream besser wird. Wie weit und ob das überhaupt möglich ist, kann ich auch nicht sagen. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, 90 Juwelenbäume und die halben Schatullen. Also war ungefähr wie bei den Kiddies. Da war es ja auch ungefähr dasselbe, dass man zwei Baumquests brauchte, für einmal die Zusatzquest. Zip. Ungeöffnete Karte, natürlich brauchen wir absolut. So, gucken wir mal. Ich habe übrigens noch nicht geguckt, welche Quests eventuell auf diesem Level fertig gemacht werden müssen. Ich dachte, mich zu erinnern, dass da was war. Muss ich auf jeden Fall mal gucken, damit ich, ja, wie gesagt, auch da wieder ein bisschen Abwechslung reinbauen kann. Aber muss ja jetzt nicht sein. Wir sind noch so weit vom Levelende entfernt, dass ich mir da noch gar keine Sorgen mache. So, hopp. Juwelenstaub. Geisterstaub. Schmuckschatulle, dich wollte ich. Genau. Und ich auch. Und 30 von 50. Juwelenbäume, einer noch. Na toll. Hey, so. Bäm. Okay. Die Schmuckschatulle nehme ich mir auch noch mit. Und nehme dann eine Rumenrolle, weil ich da so viel habe. Lalalala, ich habe ja nur einen Porti. Das heißt, Rückzug muss ich immer rollisieren. Aber das kriegen wir auch hin. So viele Rollen, wie ich habe, da schadet es nicht, wenn da ruhig mal ein paar weniger werden. So, und einmal auf Waschi. Huch, hier entlang. Lehrmeisterin Ruby. Und da. Da entlang. Black Squirrel steht hier rum, von Utopia. Und ich stehe jetzt gleich in Eldarine, in Uruga, meine ich. Hup. Uruga. Uruga loaded. Juhu. Ein Schattenvieh. So, gleich wird es wieder ein bisschen lecken, weil wir ja nach Uruga reinkommen und ihr kennt das ja. Hier. Ja. War leckt's auch schon. Hab ich schon erwartet. So, Bäume waren ja unten bei Forest Tim abzugeben. Silbernacht reitet an uns vorbei. Die Silbernacht, die fliegt vorbei auf einem Holzpferd. Na gut. Ich muss mich übrigens nochmal entschuldigen, wie gesagt, für, auch wenn es recht spät ist, für die letzten Folgen. Da gab es mal wieder einen Fail. Ich bin mir nicht, Inventar ist voll, willst du mich veralbern? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das eventuell an mir lag oder eben nicht. Der Uru hat auch gerade geschrieben, Augenblick. Ich schreibe gleich zurück, ich muss das mal hier ein bisschen leer machen. Rosmarin brauchten wir, glaube ich. Deswegen lassen wir das da. Ach komm. So. Und das hier auch. Sick Resonante. Hat auch gerade Steine geholt, nehme ich mal an. So, okay. Weiter. Und für Isia. Okay. Und jetzt. Jetzt schreibe ich dem Uru noch. Lange nicht gesehen. Endlich vom Urlaub zurück. Du. Oder ich. Also ich bin ja schon eine Weile wieder da. Dann... Aber ich glaube, Uru hatte ja auch Urlaub. Willkommen back. Wenn ich mir sowas mal merken könnte. So. Okay, das hab ich. Kisten, ich könnte eigentlich direkt wieder hinporten. Akademie, Skandal, zum Mitglied springen. Jetzt habe ich gelesen, dann Welcome Black. Aber, nee, passt schon. Hab's auch richtig geschrieben, okay. Sirana wurde zum Hohepriester befördert und der kleine Johnny zum Großwildjäger. Der Kleine ist endlich groß geworden. Juhu, Glückwunsch ihr zwei. So, und Glückwunsch an euch. Ihr habt es erfolgreich geschafft, diese Folge herumzubringen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
die ich dann höchstwahrscheinlich am Samstag aufnehme. Wie gesagt, Livestream leider nicht, tut mir leid. Ich muss erstmal hier die Dinges fertig machen und überhaupt. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bis morgen. Tschüss.